Kampf, Schaden, Gesundheit, Fähigkeit, Gesundheit. Gibt's da noch irgendwas? Ne, er ist da bei 24. 18. 28.000 für Sturmgewehr, ey. Na, mach ich mal nicht. Schrotflinte, was kann man da noch leveln? Erhöhte Schussfrequenz. 17, noch ein Level, dann kriegen wir, können die Banden Schrotflinten tragen. Erhöhte Schussfrequenz, Magazingröße oder das. Alter, meine Schrotflinte geht dann voll ab, ey. Was? Was macht denn die? Die macht alles. Kommt für 14.000 durch die MP mal auf Maximum Upgrade. Aber Level 26 gibt es einen Panzerbegleiter im Telefonbuch. Level 24 einen Helikopterbegleiter. So, ich hab mir gerade mal noch so eine MP geholt. MP-Muni. Eine andere MP und hab die gerade mal ein bisschen hochgelevelt. Nur noch 8.000 übrig, aber egal. Die will ich mal gerade ausprobieren. Oh. Alter, das ist eine Skorpion, die ich hier hab, ey. Und wieso gibt's keine für dieses normale, was? Nix. Für die normales Gewehr, warum gibt's da keinen mehr Munition? Na toll. Das gibt's doch nicht, ey. Bloß weil ich die jetzt halt überrannt hab, ey, weißt du, dann stirb wenigstens. Oh, das ist alles voll. Wir können uns ja hier, jetzt hier schauen, dies Loft ist hier ganz in der Nähe. Da verstecken wir uns. Schauen dies Loft, was? Mhm. Also das. Oh, das ist doch eigentlich unser Laden hier, ne? Komm mal rein kurz. Ich glaube, das geht nicht, weil hier die Alarmanlage ist. Doch. Doch. Ich meine, wir rennen da rein. Die sehen, dass wir da reinrennen und die verfolgen uns nicht mehr, nur weil wir in den Laden gegangen sind. Doch, die gehen da immer noch rein. Na toll, komm bitte wieder in den Laden. Jetzt gehen wir raus, überrennen den, jetzt haben wir wieder. Nee, doch nicht. Okay, da wollen wir hin. Da. Da müssen wir ja nicht unbedingt. Wir hören ja zu unserer Fahndung losbekommen. Ja, ich wollte aber jetzt gerade mal hier bei dem. Wo ist es? Ach ja, das Trupper oder sowas, wie das Ding heißt, keine Ahnung. Ich weiß übrigens auch nicht, wie lange wir aufnehmen, weil der Bildschirm aus ist. Ist ja, ich glaube, über eine Stunde hässlich sind wir jetzt. Ich wollte vorher nicht immer die ganze Zeit hin und her switchen, weil der Bildschirm nicht angeht. Bei Saints Row 4 hätte ich das Problem nicht, weil es da nämlich den Modus Rahmenlos gibt. Das ist sozusagen Fenstermodus und Vollbildmodus in einem. Schrank. Überkäufer, Rucksack. Kein Rucksack. Was gibt's jetzt wieder? Ja, und wir haben ein Kopfding mehr. Warte mal. Hüte. Wo ist er? Hier. Das passt ja überhaupt. Das mit den Handys hatten wir jetzt halt auch schon ein paar Mal. Da gehen wir jetzt mal hin, weißt du? Dann ist das auch mal weg. Dann Oha. Geben die mal Ruhe. Gibt's denn hier diese Handys? Hä? Hier gibt's nirgendwo einen Menü. Hä? Sind die doof? Hm? Ich habe gerade so einen Anruf bekommen, aber hier ist nichts. Es gibt kein Ding. Gibt's nicht. Oh, dann nicht. Weißt du dann nicht? Ja, das ist jetzt komisch. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ja, wir machen jetzt dieses Bandenoperation. Da. Geh mal hin. Ja, gut. Torbinatron, was weiß ich. Das ist mir so ein DLC-Auto. Ich glaube, ich könnte noch mein Auto so ein bisschen aufleveln, oder? Ja, mach das. Reifenhaltbarkeit könnte ich leveln. Level. Ich glaube, ich level alles mal, was 200 kostet. Es wird gerade Tag. Nitro normal. Verbesserung. Ich finde aber die Häuser, da waren wir da hinten eigentlich? Ja, da waren wir schon mal, ne? Ja. Ist ja hier.
Oder wollen wir jetzt mal die den Bereich Deckers da mal komplett kaufen, alles? Weil so viel ist das nicht. Oh, Alter, bei mir an der Seite kommen Dinger raus. Hä? Solche Spitzen. Ach ja. Warte, schon mir auch mal gerade. Ich wollte den hier mal ein bisschen, warte. Leistung. Was? Wo gibt's denn das? Weiß ich nicht, ich will's wieder weghaben. Geschäft wird von Partner benutzt. Welches Geschäft? Mann, hier gibt's kein Geschäft. Nitro. Das ist verstärkter Rahmen. Dein Auto steht übrigens hier gerade das Blaue. Ja. Wo kann man hier lackieren, genau. Toll. Hä? Hält sich ja gar nichts. Ah doch. Das Blau sieht. Erinnert sich jetzt was? In deinem Auto? Ja. Nö. Jetzt? Hat sich was geändert? Nein. Ich sag doch, da ändert sich nichts. Ja, wo waren das jetzt? Karosseriefarbe. Das habe ich schon gerade gemacht. Oh, es regnet. Ach ja. Ich wollte das Auto jetzt nehmen, Mann, so. Ach, Mann, ey. Wieder zur Arbeit, ey. Ja, ich komme ja schon jeden Morgen dasselbe. Ob's regnet oder schneit, immer muss man früh raus auf Arbeit gehen. Ups. Hä, ich kann SCG. Was war das denn? Bis wir ankommen, haben wir wieder 50.000 Sterne. Was macht ihr denn hier? Anyone else? Das waren friedliche. Ich kann hier ein Tempomat einschalten, okay. Wie denn? STRG. Oh, das ist stark. Ist ja die ganze Zeit in der Geschwindigkeit. Langweilig. Da passiert ja nichts. Fahr ich eigentlich gerade? Oh, dahin wollte ich ja. Jo, das nenne ich mal einen starken Auftritt. Ja, und jetzt hier Bandendinger, wo kann man das... Boah, den habe ich voll in die Fresse getreten. Hier ist aber gar nichts. Wo kann man das aktivieren? Gar nicht, du musst die einfach hier kaputt machen. Hier sind aber keine. Hier sind auch gar keine. Haben wir das schon? Ja, wir sind ja nicht mehr da. Ja, aber hier ist doch keiner. Irgendwie ist das ein bisschen komisch gerade. Hier ist keiner. Vielleicht müssen wir nochmal weggehen. Stehe nicht. Ja, ja, nicht. Sind die ja hier? Ne, da. Hier spielt einer Gitarre. Aber man hört sie nicht. Ah doch, jetzt. Steh nicht. Das ist komisch jetzt. Ja, normalerweise müssten die uns jetzt irgendwie angreifen. Es kann aber eigentlich sein, dass wir hier schon mal waren. Aber dann wäre es ja weg. Ja, aber... Der Bereich in der Map wäre lila. Ja, ich verstehe es ja selber nicht.
Vielleicht ist es gerade nur ein bisschen buggy und wenn wir später kommen, ist es wieder. Ja, dann gehen wir zum nächsten. Hier läuft der Typ aus dem DLC rum. Was? Der Typ hier aus dem DLC, das sieht genauso aus. Ich bin zu nah, Mann, lauf. Ach ja. Ja, dann gehen wir einfach zum nächsten, ne? Jo, und ich muss irgendwie gerade husten. Und ich wünsche, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich aus dem Spiel raus switche? Geht dann die Aufnahme aus, oder? Ja, dann geht die Aufnahme aus, aber die fängt dann danach wieder an, wenn du wieder reinkommst. Ah. Du gehst jetzt einfach mal raus, oder was? Oh, oh. Nicht. Mach ich nicht. Ja, ich bin nur aus Versehen raus. Dann mach mal eine kurze Unterbrechung, dass ich mein Audacity wieder sehe. Weil ich habe auch gerade keine Ahnung, ob ich zu laut oder zu leise bin. Sollte aber gehen, ja. Muss ich dann alles in der Nachbearbeitung wieder machen. Es wird wieder Stunden dauern, bis wir da gerendert und geschnitten haben. Hier ist auch keiner. Ich glaube, die müssen wir dann in Ding machen, in den Missionen. 6 Puppe, 2 von 20, ah. Ja gut, dann... Da jetzt komisch. Da ist gerade die Ampel, die spawnt. Okay. Hier, das Haus können wir kaufen. Wenn wir schon mal da sind, ne? 10.000 kostet das Ding. Hä? Nehmen wir auch gleich das Bargeld hier auf. 10.000 hat's gekostet. Jetzt habe ich nur noch 10.000. Ich habe 31.000. Alter, jetzt eskaliert die Situation. 31.000 habe ich sogar. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Da kann man noch einen Kleidungsladen für 10.000 kaufen. Tätowierladen. Oh, hier sind zwei Immobilien nebeneinander. 1.000 und 10.000. Dass es nicht geht, das ist doch scheiße. Was passiert denn hier alles, Ma? Ja, die scheiß Bullen gehen mir auf die Nerven. Meinst du, ich lass mir das einfach gefallen von denen? Alter, ja, es reicht jetzt. Irgendwas. Ja komm, dann machen wir mal... Lass mich an zu ficken, du. Dann machen wir mal weiter, ne, mit Hauptkampagne. Ja. Du hast abgelehnt. Ja, kann ich nichts für. I'm surprised the syndicate is still standing after all this shit we've thrown at them. I don't see a reason to stop. Not saying we should. Ja, wir gehen jetzt. Ich sehe schon, wir sind wieder gleich tot. Ja, mein Reifen ist kaputt. Oh Mann. Oh, die Tür ist kaputt. Ja, ist gut jetzt. Ja. Ich komme hier nicht mehr rauf. Toll. Der Reifen da vorne ist gleich kaputt. Was machen der die ist denn? Schon kaputt. Alter, wir sterben gleich wieder. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, jetzt kommt doch mal klar. Wir haben das Auto gerade mal auf Sommerbetrieb umgestellt. Marke Türen frei. Alter, was ist das? Ey! Komm, wir nehmen das nächste Auto hier. Komm, so. Es reicht. Komm, schenk. Ja, so. Was, wie du gerade bist? Geflogen bist. Ja, muss man jetzt nicht verstehen. Kannst du den nicht ausweichen? Kann ich, aber die fahren dann in mich rein. Kann ich schon. So, jetzt können keine von vorne kommen.
Denke ich mal. Das war doch mal gut gelenkt, oder? Mhm. Und da müssen wir... Nein. Aua. Hoffentlich kriegen wir jetzt die Bullen los. Schwarzer Bildschirm, schwarzer Bildschirm. Oh, leider Bildschirm. Oh, es lädt schon wieder zu lang. Das klappt wieder nicht. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, weil wir wieder Bullen hatten, deswegen geht es nicht. Ja, dann warum sagt er jetzt nicht einfach, ja, es geht nicht wegen Bullen? Weiß ich nicht. Toll. Aber das lädt jetzt wieder, wirst du sehen. Ja. Also immer wenn wir einen Auftrag annehmen, dürfen wir keine Fahndung haben anscheinend. Irgendwie ist Scheiß, dann Dreck. Ist komisch. Toll, ja, das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, nochmal machen. Weiß nee, es hat er Autosave gemacht. Hat das? Wirklich? Eigentlich schon. Ja, dann müssen wir schon wieder eine Aufnahmepause machen. Ja, machen wir mal wieder kurz einen Rage Crit, also Alter 4 und dann. Ja, genau. Gucken wir mal, weil das scheint ja wieder nicht hier. Gut, dann sehen wir uns dann wieder nach dem Ladebildschirm. Jo, bis gleich. So, und da sind wir wieder bei Saints Row the Third. Ist ja wieder das Spiel vorhin abgespastet. Irgendwie schon, ja. Irgendwie ist es wohl so, dass wir keine Fahndung haben dürfen. Jetzt musste man nochmal einen Spielstand wiederherstellen, weil ja, der Auftrag war bei mir nicht mehr verfügbar. Also ich bin jetzt Host. Also gut, dann fangen wir jetzt an und los geht's. This doesn't seem like your kind of place, Pierce. What's the hate? The beer is cheap and I'm the best looking motherfucker in here. Look, you may think it's time to kick back, but I'm done toying with these bastards. I want Loren, and I want him now. So where is he? No idea. But 10K says he's hiding out in that big-ass skyscraper. Nah, Loren's a tactician. He's not gonna hole up in a building that screams, I'm a criminal mastermind. I need something concrete. To hit up Powder? I don't have time for a stripper. No, Powder's a designer gun store downtown. I saw some of Loren's thugs talking to the owner. There's gotta be something there. All right, let's go shopping. Was? Jo, und das war auch schon der ganze Auftrag. Das war einfach nur die Cutscene. Und bei mir hat sich diese Cutscene eben übersprungen. Ich stehe jetzt genau hier, wo ich vorhin auch gestanden war. Nee. Kannst du im vierten Teil auch reingehen, aber irgendwie ist es hier drin super finster. Und super voll. Hier gibt's ja gar nichts. Warum gibt's? Ja, geil. Egal. So, machen wir den nächsten Auftrag. Ich meine, der war jetzt so kurz. Shandy, nimm Power aufs Korn. Come on! Pierce thinks he has a lead on finding Loren. I'm up for anything at this point. We're going to Powder. The stripper? I totally said the same thing. No, it's a store. And you think he's shopping there? It's run by the Morningstar. We may be able to find some record of where he is. I guess it's better than nothing. All right, see you there. Ah, wir haben wieder Fahndungslevel, toll. Ah, da müssen wir gerade mal gucken, wo ein Laden ist. Moment. Toll, da ist nur so ein Chirurgenladen nebendran. Ich tue mal gerade meine ganzen Waffen nachladen. Ja, da müssen wir halt den. Was mein Typ hat gerade gesagt, ey, eyes open. Ja. Aber wir müssen diesen Chirurgen da kaufen, damit wir jetzt die Fahndungslevel loswerden. Naja, gut, müssen wir jetzt nicht. Ja, aber wir verlieren den sonst nicht, sonst müssen wir woanders hinfahren. So, da rein. Und weg ist es. Aber ich finde es sinnlos, dass man nur hier bei der Plastic Chirurgie seine Haare ändern kann. Ja, das ist ein bisschen dumm. Ich habe allerdings gelesen, es gibt hier tatsächlich einen Friseurladen, der hat aber geschlossen. Oh, mein Gott. Kann man nicht benutzen, aber es gibt einen. Ah, so sinnlos. Ist irgendwie, es ist jetzt logisch gesehen dumm, ne? Also plastische Chirurgie zum Haare ändern.
Muss man halt $500 zahlen, ist zwar dumm, aber egal, das stört ja eigentlich so nicht. So, auf mich geht's.